Hallo Ladies und Gentlemen und herzlich willkommen hier bei dem Chaos zu einer neuen Folge Two Point Campus. Ladies und Gentlemen, ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und wünsche euch hoffentlich viel Spaß. Denn wir haben das erste Jahr der Midtown oder Midten University absolviert. Wir können jetzt Mitarbeiter weiterbilden und wir sind gerade in einem Special des Spiels, dem Halloween, den Halloween oder der Halloween-Woche. Ja, es kann einfach nur bunt werden. Ich freue mich sehr drauf. Bevor wir das nächste Jahr starten, müssen wir ein bisschen was machen, aber nicht zu viel, weil wir nicht so viel Geld haben. Also, wir haben nicht so viel Geld, was ein wenig schade ist. Wir könnten natürlich auch einfach mal einen Kredit aufnehmen, aber der kostet Zinsen. Wollen wir am besten gleich mal einen Kredit aufnehmen? Irgendwo gab es doch Kredit. Hier. Kämm deine Schnurrhaare und schnapp deinen Aktenkoffer, denn es geht ans Katzenrecht. Also. In dieser Staffel dreht sich alles um Klagen und Katzenklos. 50.000? 5% per Anno? Neue Folgen von der Two-Point-Bank? Wir retten 1.000 Unternehmen vor dem Untergang? Jeden Monat 2.194. Komm, pass auf, wir nehmen jetzt einfach mal Kredit auf. So, da können wir nämlich jetzt ein bisschen was bauen. Hausmeister zum Reinigen verstopfte Toiletten benötigt. Wo kommen wir denn da hin? Ich würde, glaube ich, sehr gerne erst nochmal Campusgebäude kaufen. Als modisches Accessoire. Damit man sich so ein bisschen auch mal vorstellen kann, was wir an Grünfläche drumherum auch noch zur Verfügung haben und wo wir jetzt weiter bauen können. So. Dann brauchen wir unbedingt ein paar Assistenten noch. Also, Roboterdesign sollen wir bauen. Wir haben auch noch immer kein Personalzimmer. Das müssen wir unbedingt auch noch bauen. Roboterdesign, 4x4, ist jetzt tatsächlich nicht so groß. Können wir aber hier auch direkt mit hier hinklöppeln? Pass auf, dann lass es uns doch... 6x4, dann haben wir hier vorne noch ein bisschen Platz. Also, dass hier ständig das Licht ausgeht, weil der Roboter hier... was ist das? Da ist eine Hand. Das ist einfach eine Roboterhand. Die magische Hand. Freunde. Das ist ja auch verstörend. Bauen wir sie in die Mitte? Ich weiß nicht, ob das ein Fehler ist. Okay, also wir haben jetzt eine Hand hier hingebaut. Und wir brauchen jetzt noch ein Board. Board für die Hand. Okay, Ladies and Gentlemen, was können wir noch alles bauen? War das jetzt so teuer? Hinweis. Really? Der Campus hat sich gerade vergrößert. Aber das macht ihn nicht besser. Wie teuer war das? Ich habe nicht drauf geachtet, aber hatten wir nicht gerade noch ganz, ganz furchtbar viel Geld? Und warum ist der Gang hier so schmal? Also schon so ein bisschen Kacke gebaut. Wir müssen das Jahr starten. Okay, Ladies and Gentlemen, wunderbar. Dann... Achtung! Gleichzeitiges Gehen und Lesen kann Auflaufunfälle verursachen. Starten wir das Jahr. Achtung! Und auch gleich ohne Partys. Jetzt aus. Und wir haben Kredit aufgenommen, ne? Oh Gott, sie macht das schon wieder komplett falsch. Willkommen an alle Erstsemester. Wir haben vor euch mehr Angst als ihr vor uns. Also, Roboter, werden Sie zu klug oder wir zu dumm? Jahr 2, Roboterfertigung. Sie wollen also einen Roboter bauen? Jahr 1. Roboter, ja, okay. Dann... Oh, Killer-Apps. Tödlich gute Software programmieren. Geil. Den feiere ich ja, die Vorlesung. Roboter-Design. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was haben wir hier hinten? Robotours, das Innenleben eines Labors. Android-Typen und Rennstreifen. Hausmeister im Vorlesungssaal benötigt. Also, wir müssen jetzt erstmal warten, bis ein bisschen Geld reinkommt. Ja, Aufenthaltsparty. Zu teuer. Oder wir nehmen noch einen Kredit auf. Aber dann sind wir richtig fett verschuldet, ne? Wobei, jetzt kommt ja wieder ein bisschen Geld rein. Wir haben ein Update zur Meldung über den in das Gibbon-Gehege gestürzten Zoo-Mitarbeiter. Also, wie ein Stammbaum. Der Mitarbeiter rasant in der Hierarchie der Gibbons auf. Stammbaum. Faszinierend.
was genau Gibbons sind, wurde uns noch nicht mitgeteilt. In die Bibliothek vielleicht. Aber ich glaube, es sind amphibische Katzen mit Schnurrhaaren, weichem Fell und großen, buschigen Schwänzen. Fantastisch! Achtung! Im Badezimmer bitte nichts anfassen. Absolut gut. Gar nichts. Was haben wir noch? Eine Lehrbuchkabine. Stimmt, wir sind ja hier in der Bibliothek einfach auch noch nicht fertig mit Bauereien. Aber weil die halt auch teuer sind, ne? So, und eine Computerkabine. Unbedingt. Die baue ich jetzt einfach mal direkt hier in der zweiten Reihe dahinter. Ein bisschen Platz soll noch sein. Okay, pass auf. Dann werde ich, glaube ich. Nein. Ach, ich will das Fenster. So. Wenn es nicht in eurem Lebenslauf steht, ist es auch nicht passiert, wenn ihr mich fragt. Hexenhexerautomat? Ja, natürlich. Also solche Sachen brauchen wir natürlich auch. Haben wir nämlich noch nicht. Aber wo bauen wir das hin? Ich wollte hier tatsächlich so ein bisschen aufenthaltsmäßig. Genau, das passt doch hier jetzt eigentlich ganz gut hin. Wir müssen so ein bisschen mit dem Geld aufpassen. Kleiner 3D-Drucker. Also für 75 Kudosh schalten wir das Teil frei. Geil, es ist einfach ultra geil, sagt man nicht. Das ist voll meine Uni. Das ist einfach richtig meine Uni. Es ist zwar alles extrem teuer. Die Aufenthaltsparty. Ja, können wir uns leisten. Gibt's im November, Freunde. Die Vorlesung beginnt. Nehmt bitte Platz. So. Also, wir können auch nicht so in die Vollen kloppen. Brauchen erst mehr Geld. Hausmeister zum Reinigen. So, Robotikprojekt. Wie ist es mit dem Verbessern? Das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Warte mal. Bestenlisten, Karriereziele. Bestimme wichtige Ausrüstungsobjekte können. Okay. Also, das heißt, wir müssen auf irgendein Objekt gehen. Es ist eine Party und keiner ist da. Wie traurig ist denn die Geschichte? Ja, es gibt in diesem Raum noch nichts. Oh, und dafür machen wir. Das ist die 4000-Euro-Party. Der mich ich würde mein Geld zurückverlangen. Möchte, dass Gibbons keine amphibischen Katzen sind. Sie sehen jetzt auch nicht so aus, als würden sie sich das amüsieren. Tut mir leid, wir haben kein Geld. Komm, lass uns die mal lernen, die ist öde. Weise wie wir, nur mit längeren Armen. Affen? Ich weiß nicht, was macht er denn? Danke, dass Sie bei uns waren. F! Oh Sinn mein Gott, der ist ja richtig schlecht. Ach, war das schön. Alter, der ist ja unfassbar schlecht. Erinnerung an alle. Ihr müsst niemanden fragen, ob ihr auf die Toilette dürft. Der fällt durch. Hinweis, ihr könnt im Aufenthaltsraum nicht arbeiten. Das ist einfach völlig unmöglich. Der versaut uns alles. Hier, Freund, warum bist du so schlecht? Der muss jetzt in die Nachhilfe, habe ich gerade mal entschieden. Der versaut uns ja alles. Gibt's ja nicht. So, Wunsch nach DJ Sous-Chef. Können wir das? Ja, können wir. Können wir. So, gut. Wünsche werden wahr. Nochmal eine Studentenparty. Willst du mich trollen? Aber die, pass auf, die machen wir dann im Februar. Kostet alles Geld. Es kostet alles Geld. So, wir haben so viel Kudosch. Erst hatten wir nie Kudosch, weißt du? Und jetzt haben wir so viele Sachen. Oh, das heißt, wir können jetzt endlich mal ein paar andere Pflanzen freischalten. Oh, warte. Was will ich haben? Chopin! Also, ich möchte. Was will ich haben? Was ist denn das? Eine Wippe? Ja, haben will.
Jetzt kauft sie sich richtig Blödsinnszeugs, ne? Ein Rosengarten. Haben will. Dass ich das einfach nicht gerafft habe, dass wir so viele Goudons noch am Start haben. Bisschen was an Sport finde ich gut. Da, hier, jetzt endlich mal die Speedwalking-Rennstrecke. Jetzt müssen wir ein bisschen mit Kudosch haushalten. Hier so, da war... Hast du das gesehen, was ich gesehen habe? Da war ein Kürbis. Da. Kürbis der Saison. Böse Miene zum spukigen Spiel. Eine Säule? Weiß ich noch nicht. Aber die Kürbisse finde ich geil. Das Dekorieren war auf jeden Fall noch so ein bisschen Halloween-mäßig. So. Wunsch nach Baumbank. Ach, wo soll ich denn das jetzt alles hin platzieren? Machen wir es erst bei hier hin. Also wir müssen das alles noch richtig umbauen. Das, also umdekorieren. Definitiv. Aber jetzt geht es den Studenten auf jeden Fall schon mal besser. Das finde ich gut. Wollte ich gucken, was wir hier jetzt irgendwie noch freischalten können. Was wir vielleicht einfach auch später nochmal brauchen. Großer 3D-Drucker. Ja. Sind für alle da. Weil da ist der Wunsch ja später bestimmt auch da, dass wir den bauen. Nur wo klöppeln wir den hin? Oh, ist alles schon voll. Pass auf, wir können ihn hier daneben stellen vielleicht. So. Und jetzt will ich einfach nochmal irgendwas anderes. Rosen? Die durstigste aller Pflanzen? Zeit für Chefkoch Wikis Häppchen des Tages. Brotkrümel gibt es heute in jedem Supermarkt, der etwas Pflanze auf sich haben. Hält. Was ist das? Aber warum machen Sie sie nicht einfach selbst? Friedliche Pflanze, ich kenne sehr da beruhigend. Eine altbewährte Methode. Man donnert Rosen? Den Brotleib einfach so lange gegen die Wand, zack. Bis er sich in ein frisches, flockiges Nichts auflöst. Ja, das dauert Feier ich schon ein mit dem paar Kürbis Stunden, da unten drunter. Aber das Ergebnis ist die Mühe allemal wert. Ich lieb's. So, jetzt haben wir langsam auch kein Kudosch mehr. Wir haben so viel Erinnerung an alle Studierenden. Ich bin gute Sachen investiert. Mutter. Müssen wir halt nur gucken, wie wir das alles so nach und nach unterkriegen. Ich würde das Ganze jetzt erstmal ein bisschen laufen lassen. Oh, was ist denn das Hübsches? Oh, das ist ja sweet. Oh, hier können wir die Liebesbank hinmachen. Das könnte unsere kleine Liebesecke werden. Wo haben wir die hingestellt? Wo ist sie? Da, ich sehe sie. Komm mit, pass auf. Dann machen wir... Oh, dann machen wir hier so einen kleinen... Oh ja, ja, ich weiß schon. Hier können wir vielleicht ein paar Rosen hinmachen. Oh, guck mal, das passt doch. Das passt doch wie die Faust aufs Auge hier hin. Ist auch nicht der Haupteingang, ne? Nee. Ach, das ist süß. Das machen wir so. Pass auf. Aber ist es symmetrisch? Das ja, aber das nicht. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Okay, gut. Pass auf, und dann würde ich das hier vielleicht einfach wegmachen. Stell es einfach recht mal hier hin. Ist nicht symmetrisch. Seht ihr das? Ich würde vielleicht jetzt den Baum, den haben wir doch da irgendwo, in die Mitte reinpacken. Den hier. Dann wird es unsere kleine Love Area. Pass auf, wir haben doch jetzt so einen kleinen Rosengarten. Ich weiß nicht, ob wir uns den schon hinstellen können oder ob der zu teuer ist. Warte mal. Wo muss ich hin? Nee, warte mal. Ich muss hier hin. Ah, es ist cool. Wir konnten uns jetzt so viel leisten. Oh, das ist ja auch geil. Was sind das? Trauerweide? Wird eigentlich depressiv. Will ich haben. Das hat so was Düsteres, Trauriges. Geil. Machen wir auf jeden Fall hier noch hin. Hausmeister beim Roboterdesign benötigt. Hinweis. Ein Milchshake ist kein zählende Schafe. So, das letzte aber dann. Oder? Okay.
Okay, das ist ja wild. Aber wo ist denn jetzt... Warte mal, wo ist denn der Rosengarten? Ist das der Rosengarten? Boah, traumhaft. Den können wir doch hier in die Mitte packen. Oder wir machen ihn hier hin. Oder wir machen nochmal ein kleines Labyrinth. Das könnte man auch tun. Also, ich weiß noch nicht genau, das sieht jetzt alles noch ein bisschen komplett kreuz und quer durcheinander aus, weil ich die Sachen erstmal alle irgendwie so ein bisschen sehen muss und aufbauen muss und gucken muss, wie sie aussehen. Aber ich habe schon so eine Idee, was wir tun werden. Ja, ich habe eine Idee. Pass auf, ich glaube, ich werde die jetzt einfach mal hier rauspacken. Wir haben die nächste Eilmeldung zur Gebon-Affäre mit einem überraschenden und Twist. Der Zoo-Mitarbeiter, der an die Affen verloren geglaubt schien, ist mittlerweile ihr Anführer. Er behauptet, die Affen ihre Lebensweise und ihre überlangen Arme lieben gelernt zu haben. Anstatt morgens zur Arbeit zu fahren, wird der Mann nun vermutlich dort leben. Tja, so kann man dem Berufsverkehr auch entgehen. Und damit sagt Ricky Hawthorne für heute gute Nacht. Dies ist eine akademische Einrichtung. Selbst die Badezimmer sind eine Erfahrung. Daran siehst du, ich bin mir halt noch nicht so hundertprozentig schlüssig, wie wir alles gestalten werden. Hausmeister zum dann soll aber da hinten auf jeden Fall noch eine Liebesbank hin. Wenn ich sie finde. Und Rosen. Die brauchen wir auf jeden Fall hier auch. Ich bin im Falschen, ne? Ich bin im Falschen. So. Das sieht voll unsymmetrisch aus irgendwie, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. Dann, genau, brauchen wir auf jeden Fall so eine Engel noch. Ja, es ist unsymmetrisch. Also es ist, auf jeden Fall ist hier irgendwas schief. Ja. Studierende sollten alle Probleme an jemanden melden, der sich das liegt dafür am Baum. Ich glaube, die Bäume sind schief. Pass auf, ich probiere jetzt mal mehr in die Ecke hier reinzustellen. So, machen wir das mal gerade hier jetzt. Gibt's ja nicht. Hausmeister bei den WCs benötigt. Ist das jetzt wenigstens gerade möglich? Okay, dann hier hinten jetzt die gleiche Aktion. Nee. Wait. Also ich muss echt einen Gartensimulator spielen, glaube ich. Gärtner, das ist so meins. Aber den habe ich gleich richtig gerade gesetzt, ne? Ja. Aber so, da könnte man jetzt halt gucken, ob man gleich hier noch einen Engel hinklöppelt. So, formal wäre das doch jetzt hier, glaube ich, ne? Ich brauche noch einen Engel. Wo war der Engel? Was, die Trauerweide. Nehmt bitte Platz. Engel? Wo ist er denn? Oder wir machen hier so eine Geschichte, aber das ist dann auch wieder asymmetrisch, ne? Aber muss ja nicht alles komplett symmetrisch sein. Jede Ecke hat was Besonderes. Sehen wir es so. Hausmeister für Aufräumarbeiten benötigt. Dann will ich den aber auch mehr hier dran. Okay, Freunde, ich will erstmal die Nachrichten gucken vielleicht. Also... Schriftgutarchiv sollt ihr kriegen. Zack. Machen wir auch zwei. So, ich war beim Gartenausbau, ne? Aber bis jetzt sieht es ja ganz gut aus, so von den Leistungen her. Hier müssen wir auch unbedingt noch was reinklöppeln. Es ist kein Assistent da. Okay, pass auf, wir brauchen noch einen Assistenten. Lulu. Zähne. Hier, so, ich mache teure Partys und keiner ist da. Das gibt's ja nicht. Wunsch nach Jukebox sollt ihr kriegen. Hinweis, ihr könnt im Aufenthaltsraum nicht arbeiten. Das ist einfach völlig unmöglich. Stellen wir die jetzt hier hin. Entgegen der Gerüchte ist der Campus keine öffentliche Toilette. Pass auf, haben wir sie da noch ein bisschen. Wir erfüllen ja auch Wünsche. So ist es ja nicht. Campus Stufe 9, das ist schon mal gut.
Und mysteriöser Würfel benötigt. Ah, keine Kudosch. Schade. Was ist das? Persönliche Zielanfrage. Debonair Falk. Wenn ich so frei sein darf, es wäre wirklich fabelhaft, wenn der folgende Kauf für uns getätigt werden könnte. Sofern dadurch kein unnötiger Aufwand entsteht. Schicken Hutständer. Ach. Auch hierfür brauchen wir Kudosch. Habe ich gerade schon wieder nicht mehr. Wen wundert's? Wenn ich was kann, dann ist es Geld ausgeben. Okay, Ladies and Gentlemen. Überall fehlt einfach noch Personal. Hinweis: WG steht für Wohngemeinschaft, nicht für wilde Gaudi. So, Frage. Lassen wir den Boden so? Aber nur selten erhört. Oder machen wir hier jetzt einfach noch was anderes rein? Weil theoretisch würde hier auch noch ein bisschen was Hübscheres reinpassen. Nee, das zum Beispiel passt schon mal nicht. Weil das ist doch fast am passendsten, ne? Mir fehlen halt irgendwie noch so kleine Kieselsteine oder sowas, ne? Okay, pass auf. Dann wollte ich... Was habe ich gesagt? Die Rosen platzieren. Oh, so kleine Laternen sind aber auch niedlich. Oh, die können wir hier aber auch platzieren. Das Studierendenzentrum ist nicht deine persönliche Spielwiese. Es ist unser aller Spielwiese. Hausmeister zum Reinigen verstopfter Toiletten benötigt. Wunderbar. Das finde ich gut. Aber ich wollte... Irgendwo gab es doch diese Rosen. Wait. Hier, oder? Die kann ich doch auch hier draußen platzieren, oder nicht? Ich finde es halt geil, dass wir so nach und nach so richtig viele Sachen freischalten. Können wir hier nicht platzieren? Ach, wie doof. Aber Rosen müssen doch dahin. Ach, ärgerlich. Okay, also können wir nicht. Gut, habe ich verstanden. Ah, siehst du, wir können hier vielleicht noch eine Hecke hinbauen. Zum Beispiel. Also irgendwas an Pflanzen muss auf jeden Fall hier noch hin. So, die Frage, was? Studierende werden gebeten, in der Bibliothek flache Hecke. Okay, flache Hecke. Ich glaube, die flache Hecke passt hier am besten hin. Ist der Campus keine öffentliche Toilette. Aber da haben wir so einen blöden Rahmen hier bei der Mauer, oder? Passt das? Wirkt das? Ja, irgendwie sieht es schon gut aus. Ey, er hat das auch nicht hingemacht, weil es nicht hingepasst hat, ne? Ja. Sir Nigel Bicklebirth auf Two Point Radio. Hallo und ja, kann man so machen. Willkommen. Ich finde es jetzt gar nicht so wir schlecht. Alle haben sie, nicht wahr? Unsere Träume, Hobbies, Jobs. Okay, was bauen Hobbys wir hier jetzt noch in die Ecke? Nebenjobbies? Ich persönlich verdiene mich in meiner Freizeit als Mystery-Autor. Daher ich möchte ich schnell. So. Die schwarz-weiße Welt der Mysterien und Intrigen. Die können wir noch auch farblich anpassen, wobei ja rosa eigentlich passen würde. Blanberry feiert seine heiß ersehnte Rückkehr in letzte Gänge und Süßspeisen auf Reisen. Oh, wir könnten sie rot machen, wir können aber auch gelb oder weiß. Aber rosa passt tatsächlich am besten. Ja, okay, pass auf. Dann... Was? Warnschutzkleidung? Für? Weshalb? Wieso? So, mal ein paar Blümchen. Was haben wir denn noch? Wir hätten diesen Busch hätten wir hier noch. Finde ich den gut. Aber der ist halt schön groß. Er sieht halt so feurig aus, ne? Mach ich's symmetrisch? Irgendwie schon. Okay, wie können wir den jetzt anpassen farblich? Oh, wir können den rosa machen. Dann machen wir den rosa.
Geil. Okay, das ist cool. Oh, jetzt sehen wir das mal in Aktion. Was ist denn das? Ach, wie geil, das sind Seifenblasen. Oh, wie geil ist denn das? Hausmeister zum Reinigen verstopfte Toiletten. Aber kostet das Geld? Wunderbar. Achtung, gleichzeitiges Gehen und Lesen. Okay, dass man die rosa machen kann, finde ich ja geil. So, also meine Liebesecke gefällt mir sehr gut. So, Spieltisch für zwei. Kommt hier ins Studentenzimmer? Nee, können wir den nach draußen machen? Wo muss denn der rein? In welches Zimmer? Wo muss der rein? Ach so, der muss hier in das Ding rein. Aber der passt doch hier gar nicht rein. Pass auf, können wir den nicht in das Zimmer reinbauen? Dann steht halt hier wenigstens mal ein Spieltisch drin. So. Gut, läuft. Gemüsekiosk. Ja. Auch den Wunsch erfülle ich euch. Wir können jetzt langsam ein bisschen was bauen. Wir haben ein wenig Geld angehäuft. Es wird schon wieder dunkel. Also ist, wie gesagt, alles ein bisschen chaotisch. Gebt mir ein bisschen. Machen wir das hier. So. Arcade-Tisch. Brauchen wir Kudosh? Können wir nicht. Was ist das? Pulpitation-Automat brauchen wir auch, Kudosh. Können wir nicht. Wir können natürlich mal reingucken, ob wir vielleicht tatsächlich durch Zufall... Guck mal, hier haben wir Belohnungen, die wir einsammeln können. Ich muss hier einfach öfter reingucken, Freunde. Seht ihr das? Ah. So, jetzt hätten wir tatsächlich was. Was fällt zuerst? Der Hutständer für 20 Kudosh. Okay. Es war ein sommerlicher Sommer. Ein sommerlicher Landbury Sommer. Hatte gerade den Katzendieb von Smoggle überlistet, als eine unheilverheißende Einladung zur Teestunde in seinen Briefkasten flatterte. Als Weltklasse-Ermittler und genialer Gesprächspartner ist man eben immer gefragt. Okay, als Weltklasse-Ermittler und genialer Gesprächspartner kommt man eben nie zur Ruhe. Als er in Fleckley-Haus eintraf, wehten dem Inspektor zwei vertraute Gerüche in die Nase. Der Tisch, geil. Einer für das Teegebäck. Geil. Der andere Unheil. Fett. Ich lieb's. Wir brauchen auf jeden Fall auch einen Personalraum. Ist der Campus keine öffentliche Toilette. Sonst rennen mir meine ganzen Mitarbeiter wieder weg. Das Jahresende wenn sie naht. Das nicht jetzt schon tun. Ihr könnt immer noch durchstarten. Ich glaube, ich würde vielleicht hier noch schnell ein Personalzimmer bauen. Und das auch gar nicht so klein machen. Ich würde... So, das passt doch. Zack. Dann können wir hier nämlich den Rest auch ein bisschen ausbauen. Später noch. Also... Okay, ich sehe nichts, es ist so dunkel. Ja, so ein bisschen nach Mauer können wir machen, ne? Und ich brauche einen Fußboden, da fehlt uns Kudosh. Schade. Schade. War da nicht was, das wir mal machen wollten? Also, den Würfel können wir auch noch nicht, fehlt Kudosh. Das Studienjahr ist vorbei. Alle Studierenden müssen den Campus wollen. Na gut. Hier in der Mitte müssen wir auch noch was Spektakuläres hinbauen. Wunderbar. Die Jahresendwertung steht fest. Sieh mal eine das Jahr ging so schnell vorbei. So, das war das zweite Jahr, Ladies and Gentlemen. Wir haben Prüfungsdurchschnitt 85%. Finde ich gut. Ist okay, kann man so machen. 30 bleiben im Studium. Okay, alles klar, Ladies and Gentlemen. Durchschnittliche Note A. Und hatten wir überhaupt eine Party? Ich weiß gar nicht. Akademische Vortrefflichkeit. Ingrid Kosmik ist Dozentin des Jahres. Sehr cool. Guck mal, wir haben jetzt neue Auszeichnungen dazu bekommen. Finde ich mega. Also. Ist, wie der Name schon sagt, fürs Personal.
Ich bin irgendwo ganz doof raufgekommen. Ladies and Gentlemen, wie die ganze Geschichte weitergeht, werden wir das nächste Mal rausfinden. Klickt euch unbedingt rein, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Ich bin sehr gespannt. Es ist jetzt noch ziemlich viel zu tun. Es ist noch sehr chaotisch. Wir werden das aber so nach und nach zu einem sehr, sehr schönen Campus anpassen, glaube ich. Wir dürfen halt nicht vergessen, dass wir den Kredit am Laufen haben. Oh, pass auf, wir können den Kredit vielleicht abzahlen. Wollen wir den Kredit schnell noch abzahlen? Wait. Kredite. Kredit zurückzahlen. Pass auf, wir zahlen ihn jetzt zurück. Perfekt. Also, wir haben den Kredit auch schon wieder abbezahlt, wenn das meine Realität so einfach ginge. Damit fühle ich mich jetzt ein bisschen wohler. Und wenn wir mal wieder einen Kredit brauchen, können wir immer noch gucken, ob wir uns einen nehmen. Ja, wie das Ganze weitergeht, Ladies and Gentlemen, das werden wir das nächste Mal herausfinden. Schaltet euch unbedingt gerne rein, wenn ihr das sehen wollt. Und bis dahin, genießt den Tag und seid ein wenig dirty dabei.